In diesem Video möchte ich zeigen, wie man das Programm Anki auf dem PC installiert. Hier bin ich unter Windows. Das Ganze funktioniert in anderen Betriebssystemen natürlich eventuell ein bisschen anders. Zu Linux kann ich noch kurz etwas sagen, zu macOS leider nicht. So, man kommt an die Installationsdatei für das Programm Anki, indem man in der Websuche diesen Begriff Anki angibt. Und der erste Link, der hier gefunden wird, der führt zur Projekt-Homepage. Und man kann dann hier unter Download sich eben die benötigte Installationsdatei herunterladen. Für iPhone, Android würde ich raten, lieber über die entsprechenden Shops zu gehen, das heißt bei iPhone über iTunes, wobei da eben, dass die Software Geld kostet, bei Android über den Play Store, die Software da ist kostenlos. So, nach dem Herunterladen wird das Ganze dann wie üblich installiert unter Windows und ich bekomme dann als erstes folgenden Bildschirm zu sehen. Und zwar muss ich die Sprache auswählen. So, zu Beginn ist in Anki nichts vorhanden. Anki ist ja ein Karteikartenprogramm und wenn man sich neu angemeldet hat und das Programm neu startet, ist eben noch kein Karteikartenstapel vorhanden. Es ist hier ein Standardstapel vorgegeben, der allerdings leer ist. Das war schon zur Installation, wie man Anki benutzt und vor allem, wie man eben an die Kartei zum Lernen kommt, möchte ich in einem anderen Video erklären. Eine kleine Ergänzung möchte ich zur Installation noch unter Linux geben. Das Problem ist, dass ich selber gemacht habe, ist, dass unter Linux es bei mir zumindest Probleme gab. Es gibt hier eine Installationsdatei zum Installieren unter Ubuntu bzw. Debian. Leider kann man das ja nicht auf alle anderen Distributionen anwenden. Ich habe hier die Quelle mir herunterladen. Das ging von der Installation auch. Allerdings habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass Sounddateien, also in diesem Fall vorgelesene Wörter, die ich abgespeichert habe, und zwar auf einem anderen System unter Windows abgespeichert habe, hier drauf zerstört wurden. Ob das mit Textdateien auch passieren könnte, wenn man das also so installiert, kann ich nicht sagen, da das die Karteikarten oder der Karteikartenstapel ja fest vorgegeben ist von mir und gesichert ist, kann man es notfalls natürlich auch probieren. Aber sicherer ist es eventuell, es unter Windows zu benutzen oder dann auf dem Handy.